Clean Energy City, im Namen dieses Projektes steckt eigentlich schon all das drin, was wir vorhaben. Es geht darum, eine Stadt wie Chemnitz zu defossilisieren, zu dekarbonisieren über den Energieträger Wasserstoff. Immer dann, wenn Sie Energie erzeugen, zum Beispiel in südlichen Ländern und dabei in anderen Ländern Energie benötigen und dann auch noch Zeit versetzt, führt kein Weg an einem chemischen Energieträger vorbei und das kann ohne Kohlenstoff nur Wasserstoff sein. Chemnitz hat sich in den letzten 6, 7 Jahren zu einem Standort für Wasserstofftechnologien entwickelt. Wir haben eine Taskforce für Wasserstoff eingerichtet, interfakultär. Das heißt, es sind mehrere Fakultäten beteiligt und daraus ist eine Expertise entstanden, die es, glaube ich, auch rechtfertigt, ein solches Projekt hier zu etablieren. Wir sind heute leider noch nicht in der Lage, im großen Maßstab mit Produktionsprozessen großserientauglich kostengünstige Komponenten zu produzieren. Wir kennen auch verschiedene Wechselwirkungen des Wasserstoffs mit dem elektrischen Netz noch nicht. Wir wissen heute noch nicht exakt, wie denn ein Wärmemanagement aussehen kann, also wie wir diese Wärme einkoppeln können in das gesamte Energiesystem einer Stadt. Das ist eigentlich der Kerngedanke hinter Clean Energy City, zu zeigen, dass wir diese verschiedenen Sektoren, Haushalte, Industrie, Gewerbehandel, Dienstleistungen miteinander verbinden können. Dafür bedarf es noch einiger Grundlagenthemen, die beforscht werden müssen, um eben hier in einem gesamten Projekt über mehrere Professuren gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut IWU genau diesen Weg zu beschreiten, um diese Technologien zu entwickeln. Ein Stück im Prinzip bildet der Wasserstoff als Energiespeicher den Schlüssel dafür, dass Unternehmen in Zukunft dezentral erzeugte erneuerbare Energien, PV auf dem Dach, vielleicht auch ein Windrad auf dem Fabrikgelände, trotz ihrer Volatilität nutzen können. Das, was wir im Prinzip bauen und aufbauen und erproben und testen, befähigt uns, Unternehmen in Zukunft zu helfen, diese Technologie zu integrieren, zu betreiben, zu nutzen, nicht nur für die energieintensive Prozessindustrie, sondern wir wollen es im Prinzip für, ja, ich sag mal, jeden kleinen Mittelständler, dass auch die in Zukunft von Wasserstoff profitieren können. Der Wasserstoff ist ein ganz wichtiger Baustein für die Energieversorgung der Zukunft. Und es war uns wichtig, dass wir hier tatsächlich mit einem gemeinschaftlichen Großprojekt antreten, mit dem ganz großen Ziel, Sachsen, Deutschland, Europa zu dekarbonisieren. Und das wird uns mit dem Wasserstoff gelingen.